Und Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Juhu! Da können wir aber viel abernten. Die letzte Aufnahmesession ist mittlerweile schon ein bisschen her. Und in der Zeit hat sich eigentlich auch ziemlich viel getan. Und ich hoffe, ich muss nicht gleich niesen, weil meine Nase juckt. Was ist denn das? Das habe ich ja noch. What? What? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Was ist. Was ist das denn? Geht das denn so in den Abgrund? Ach du! Heiliger! Bim Bam! Ey, das ist doch ein Bug, oder? Das kann doch nicht. Das muss ein Bug sein. Alter! Oh, dieses ganze Eisen! Oh, und da ist auch die Dings, das Gestein, was darauf hinweist, dass da unten Abgrund ist, dass die Welt da zu Ende ist. Boah, vielleicht hätte ich den Sound von meinem Handy noch ausmachen müssen. Oh, zu Creeper, Moment, das mache ich mal ganz schnell. Zack, 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 zack und aus. So. Ja, ich bin gerade sehr professionell am Start. Ich hoffe auch mal, dass es heute einigermaßen ruhig ist, weil ich auch früh am Morgen schon aufnehme. Also früh am Morgen ist es 9:30 Uhr. Es geht also noch. So, ich würde mal sagen, wir ernten erstmal ein bisschen was ab. Oh, da ist sogar schon eine Wassermelone gewachsen. Oh, 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 oh. Yummy, yummy, yummy. Oh, hier... Was? Moment mal. Hier fehlen doch... Ich könnte schwören, hier waren mehr. Vielleicht sind da ein paar Viecher drauf getrampelt. Wir sollten das vielleicht auch mal ausleuchten. Daran muss ich denken, wenn es ein bisschen... wenn später ein bisschen dunkel wird. Damit hier keine Wesen oder sowas spawnen können und ich alles zerstören können. So, okay. Wie bereits erwähnt, hat sich in der Zwischenzeit, also von der letzten Aufnahme bis zur heutigen, jetzigen, wie auch immer, ein bisschen was getan. Oh, das war noch nicht fertig. Ups. Ich nehme das mal. Und ja, es gibt also eigentlich ziemlich viel, worüber man reden könnte. Für diejenigen, die sich die Vlogs von mir anschauen, wird es jetzt vermutlich auch fast sowas wie eine Wiederholung sein. Aber, ich werde mich bei den Vlogs immer ein bisschen kürzer fassen, einfach weil dort immer... Ich glaube, es ist nicht angenehm, wenn man irgendwie 20 Minuten lang einer Person dabei zusieht, wie sie einfach nur drauf losquatscht. Deswegen werde ich vor allem, das ist gerade WhatsApp gewesen. Ich hoffe, man sieht das nicht, denn sonst muss ich... Moment, einen Moment. Ich bin heute so professionell. Einen Moment. So, diese Seite verlassen, ja. Gut. Ich hoffe, man hat das nicht gesehen. Sonst muss ich das später noch rausschneiden oder entschärfen. Auf jeden Fall... Fasse ich mich in den Vlogs immer ein bisschen kürzer und nutze dann vor allem... Das war Facebook. Es tut mir leid, ich bin heute ein bisschen unvorbereitet. Ich hatte einfach nur wieder unheimlich viel Lust bekommen, wieder was aufzunehmen. Einfach weil es schon so ewig her ist. Und ich glaube, ich habe in diesem Monat sogar noch gar nichts aufgenommen. Und wir haben bereits den 24. März. Das ist schon krass. Habe ich diesen Monat schon was aufgenommen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt es mir schon ziemlich lange hervor. So, das nehmen wir mal auch schon mit. Ich glaube, ich wollte... Warte, ist das auch... Oder war das Kürbis oder war das Wassermelone? Ich weiß es nicht. Aber das kann ich eigentlich auch abnehmen. So. So. Dann kann ich nämlich an den Einstellen nochmal ersetzen. So. Gut.
Ja, was hat sich jetzt in den letzten Tagen so alles getan? Also, ich habe schon in einem Vlog angesprochen, dass ich endlich eine neue Tastatur habe. Ach so, übrigens, genau das kann ich auch gleich jemandem anmerken. Es ist eine mechanische Tastatur. Ich hatte davor eine ganz gewöhnliche Tastatur. Und mechanische Tastaturen sind in der Regel sehr viel lauter. Ich hoffe. Ach, hier sind Kürbiskerne. Kann ich gleich benutzen. Ich hoffe, dass die Lautstärke nicht allzu krass ist, weil ein Mikro eben auch ein wenig die Tastaturgeräusche abfängt. Und meine Tastatur ist natürlich jetzt extrem laut. Das merke ich dann auch immer, wenn ich im Teamspeak bin und dann mit meinen Leuten quatsche. Deswegen, ich kann es da irgendwie so ein bisschen regulieren oder so, dass es nicht allzu laut ist, sonst. Ja, müssen wir uns da irgendwas überlegen, sonst muss ich da vielleicht Musik drauf machen, was mir jetzt angenehmer ist, wenn es wirklich so laut ist. Also sonst sagt ihr mir einfach, also ich kann ja jetzt schlecht nachgucken, wie laut die Geräusche sind und ich war auch nicht schlau genug, vorher einen Test zu machen. Aber wenn euch die Lautstärke irgendwie stören sollte, dann sagt es mir einfach und dann schaue ich mal nach, was ich da ändern kann. Ja, und zack. Ja, also wie bereits gesagt. Oh, ah nee, doch, ist es da. Alter, warum sieht das man das nicht? Aber es ist schon gehakt. Ja, es ist gehakt. Alter, man kann es trotzdem nicht sehen. Das ist ja strange. So. Ja, und ich habe jetzt eine Tastatur von Rocket und zwar ist die Rocket Rise TKL Pro. Die habe ich auch ganz kurz in einem Vlog ja, hochgehalten, gezeigt, wie auch immer. Aber wirklich nur ganz, ganz kurz. Und wenn ihr wissen wollt, was ich von dieser Tastatur halte, beziehungsweise ja, ob ich sie gut finde oder ob es mehr so ein Teil ist, was man eigentlich gleich wieder zurückschicken kann, weil es doch nichts für einen ist, könnt ihr meiner Review entnehmen, die ich dazu verfasst habe. Ich hoffe, ich denke dran, einfach dem Link in der Beschreibung folgen. Werde dann wahrscheinlich irgendwie sowas hinschreiben, Review Doppelpunkt und den Link dahin packen. Könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade mache. Ach so, ich kann Brot backen. Geht das noch so? Oder gab es dann wieder ein Update, wo man alles anders machen muss? Nein, gut. Yay, eine Errungenschaft freigeschaltet. Wir haben aber auch echt lange gebraucht, bis wir das erste Brot gemacht haben. Das ist traurig. So, zack und zack. Die Blümchen müssen eigentlich weg. Mohn und Löwenzahn. Ich müsste eigentlich noch Vasen machen. Dann könnte ich. Oh, es wird dunkel. Dann könnte ich ein bisschen, paar Blümchen in meiner formidablen Hütte Dingsen. Okay, ich mache auf jeden Fall hier eine. Und hier eine. Und ja, wie machen wir das denn am besten? Ich habe doch noch, habe ich noch Zaun? Ja, habe ich. Dann mache ich mal hier hin. Und Erde haben wir doch bestimmt auch noch. Oder Erde hat man immer. Was? Ich habe keine Erde? What the f. Ach stimmt, wir waren gerade dabei, die eine Stelle da auszubauen. Wir waren dabei, die Löcher zu stopfen. Stimmt. Alter, schreck mich doch nicht so. Oh. Ja, stimmt. Oh, das war wieder Facebook. Ja, wir waren gerade dabei, die Löcher hier an dieser Stelle zu stopfen. Beziehungsweise das hier alles allgemein zu stopfen. Und wir hatten keine Erde mehr. Von wo haben wir die Erde genommen? Ich weiß das auch gar nicht mehr. Also das ist auf jeden Fall ein Skelett. Hat es uns gesehen? Oh, ich glaube, es ist ein Loch gefallen. Ach so, es ist in Wasser gefallen. Genauso gut. Okay, ich glaube, wir gehen lieber schlafen. Das wird sonst ein bisschen chaotisch. Sonst werde ich vielleicht einfach provisorisch Kies benutzen und dann darauf den Zaun raufpacken. Denn ich möchte nicht. Oh Gott.
Zu viele. Das finde ich echt super an. Das ist ja fantastisch. Wirklich fantastisch. Okay, bevor ich hier noch mehr explodiert, werde ich einfach mal schlafen gehen. Einfach aus Protest. Bei meinem Glück wird das vermutlich häufiger passieren. Und gute Nacht. Und guten Morgen, liebe Sorgen. Darf ich dir ein Lächeln borgen? Oder irgendwie so? Okay, ich hoffe, dort ist es jetzt. Okay, das sind halt immer noch ein paar. Aber an Creeper kann ich da nichts sehen. Habe ich denn noch Sand? Ja, Sand habe ich noch genügend. Oh, aber ich habe keinen Platz mehr für die. Jetzt müsste ich doch aber Erde haben, oder? Na, 7 Stück. Naja, besser als nichts. Scheiße. So, so. Zack. Na, ah, komm schon. Zack. Oh. Zack, zack, zack. Und hoch mit dir. Und hoch mit dir. Zack, zack. Ich habe einfach mal total vergessen, dass man bei Minecraft ganz anders laufen muss als bei anderen Spielen. Und deswegen ist da gerade einfach mal alles in die Luft geflogen. War also im Endeffekt alles meine Schuld. So. Ich werde aber, ich bin ein Mensch, der anscheinend, was war das? Der anscheinend ziemlich von Pech verfolgt wird, denn kaum, dass ich endlich meine neue Tastatur hatte und endlich mal vernünftig wieder was zocken konnte, habe ich jetzt das nächste Problem, denn irgendetwas stimmt mit meiner Maus nicht. Also wenn irgendwann mal jetzt mitten in der Aufnahme es passieren sollte, dass es irgendwann auf einmal so ist, dann liegt das an meiner Maus, also wenn es wirklich unbewusst ist und nicht so, sondern dann liegt das an meiner Maus. Ich glaube, es ist irgendein Sensorfehler oder so, keine Ahnung. Und ja, also ich habe, was so Peripherie angeht, bin ich echt ein Glückspilz. Niemand kann dieses Glück überbieten. Ich habe noch jetzt nur noch einen Melonenkern. Aber da hinten war noch eine Melone. Einen Kürbis. Da können wir uns dann gleich bedienen. Kann man eigentlich mittlerweile irgendwas mit diesen Kürbissen machen? So Kürbissuppe oder Kürbissaft oder sowas? Ich würde es cool finden. Denn bis auf Chocolaternen sind die ja ziemlich nutzlos bisher. So, Achso, nee, ich war schon richtig so. Ich mache jetzt einfach mal erstmal so. So, so, so. Oh, oh, so und so. Beim Skifahren ist das so. So. Gut. Dann wird es mal langsam Zeit, dass wir jetzt noch ein bisschen mehr Erde wegklatschen von irgendwo. Und dann erstmal alle Löcher stopfen. Das ist wirklich ganz wichtig gerade. Hier ist wieder das Kreuz. Oh, mein Kreuz. Und da schon wieder das Pferdchen. Diesmal hat das... Oh nein. Hat das Huhn nicht verloren? Warum seid ihr nicht mehr zusammen? Habt ihr euch gestritten? Oder das Fleisch?